Heute testen wir das Messer von Decathlon Solonier. Ich bin im Tarnmodus. Ich bin im Wald. So, wie bereits angekündigt, möchte ich euch heute mal von Solognac das Bushcraft-Messer hier vorstellen, zeigen, ein bisschen ausprobieren, aber zuerst ein paar Daten. Als erstes mal das Messer an sich zeigen, ist eine D2-Klinge, sieht so aus. Ganz wichtig ist auch hier diese Kerbe, die ist für den Feuerstahl da. Da ist ein bisschen kantiger, damit man das eben richtig machen kann mit dem Feuerstahl. Ich zeige es euch mal eben, schaut dann so aus. Die ersten paar Male gehen dann nicht so und dann hat er einen ganz schön Knall drauf. Ist gar nicht schlecht. So, bei dem alten Birkenbaum, das ist natürlich ein Traum, schaut euch das an. Ha! Das reicht völlig zum Ausprobieren. Und da ich sowieso wieder Zunder mitnehmen wollte, reicht mir das auch erstmal. So, hier das gesammelte Birkenzeugs. Das ist natürlich jetzt hier richtig live, weil ich weiß nicht, ob das gleich brennt oder sonstiges. Keine Ahnung. Ich hoffe es. Ein bisschen anrauen hier, das Ganze. Oh, ich habe keine Ahnung, wird sich zeigen. Also mit meinem anderen Feuerstahl, das weiß ich, da geht's alles. Bei dem, ich muss das mal gerade weg, bei dem ist natürlich ein bisschen ungewohnt, dass es genau dieser eine Punkt hier ist. Und irgendwie, ah, schauen wir mal. Da schau her, habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Also ich mache es gerne nochmal. Macht ja auch Spaß wie Sau. Tja. Das ist das Messer von Solognac, Bushcraft-Messer. Was soll man groß sagen? Also es macht Spaß, hat eine ordentliche Klingenlänge. Ja, ist robust, also hat man ja gesehen mit dem bisschen, was ich gemacht habe. Ich muss sagen, ich habe jetzt in dem Video auch nur das gezeigt, was mir persönlich wichtig ist. Ich muss jetzt damit keinen Baum fällen, sondern das, was ich gemacht habe, ein bisschen Holz spalten oder eben Zunder damit anzünden, sozusagen mit dem Feuerstahl. Sind für mich schon die Basics. Ansonsten als Verteidigungswaffe ja. Also von der Größe her ordentlich. Die Kydex-Scheide geht. Also für die Halterung, für den Gürtel etc., die ist ein bisschen wobbelig. Die kann man aber abschrauben und vielleicht würde ich das sogar mit dem Techlock dann ergänzen. Stabilität von sich, also das Messer hält. Da geht nichts raus, das ist ja auch äußerst wichtig. Und beim Feuerstahl ist das Gleiche. Der geht auch nicht von selber raus oder so. Auch diesen kann man natürlich dann abschrauben, wenn man das möchte und den vielleicht nicht mitnehmen will. Aber er schaut zwar nicht so aus, ganz ehrlich gesagt, aber der macht schon ganz schön was her. Ist ein guter Feuerstahl. Damit kann man definitiv arbeiten. Das ist eigentlich so das, was ich sagen wollte. Also das Messer ist in Ordnung. Von der Preisklasse her ist es in Ordnung, es ist gut für die Größe des Messers, für die Leistung des Messers, okay. Was ich aber sagen möchte, es gibt natürlich auch sehr gute Messer für weniger Geld sogar, die halt vielleicht ein bisschen kleiner sind. Aber das kann man ja für sich selber entscheiden dann, was einem lieb ist. Also wie gesagt, Solognac, das Messer ist echt cool für den Anfänger. Vielleicht ein bisschen zu groß sogar. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht einschätzen. Ich habe solche großen Messer selten draußen im Betrieb. Eher die kleinen Klopper sozusagen. Aber mit dem geht schon was zusammen. Also da habt ihr gesehen, da kann man schon ordentlich drauf rumhauen auf dem Zeug. Und ansonsten, ja, keine,
Meine ehrliche Meinung zu dem Messer ist, also man kann es weiterempfehlen. Ich weiß nicht, ob ich es mir selber kaufen würde. Ich habe es jetzt freundlicherweise eben zur Verfügung gestellt bekommen von der Firma Solognac und Decathlon. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle auch nochmal. Und ja, ist ganz cool die Geschichte. Beim nächsten Mal werde ich euch mal das Tarp zeigen vom Decathlon, was das so aushält. Ich sitze ja gerade in der Hängematte, auch von Solognac. Und ja, lasst mir es jetzt ein bisschen gut gehen draußen im Wald. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Details und so weiter seht ihr in der Videobeschreibung, Link etc. Und pp. Dann bis zum nächsten Mal hier draußen im Wald. Macht es gut. Servus. Ciao.